Ich warte hier noch ein paar Sekunden auf die Heike. Ist sie da? Hallo. Hat sie es geschafft? Hallo, Klappt's? Heike, schön, dass du da bist. ja, super. Hörst du mich und alles? Alles perfekt. Ach, Ich hoffe, toll. du auch. Ich denke schon. Ja. Cool, mega, dass es geklappt hat. Uhu. Hallo Nina, schön, dass du da bist. Die liebe Heike und ich, die Heike ist Trauerrednerin. Wir haben gemeinsam den Livestream heute geplant rund um das Thema freie Trauungen. Besser gesagt, um Nachhaltigkeit bei freien Trauungen. Denn wir beide haben ein Herzensthema, Nachhaltigkeit. Uns ist die Natur sehr wichtig. Wir sind sehr naturverbunden, möchten aber trotzdem natürlich auch uns nicht so schlimm einschränken, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Und wie man ganz, ganz schön heiraten kann, wunderschöne freie Trauungen haben kann, aber gleichzeitig doch auch nachhaltig sein kann. Darum soll es heute gehen. Wer Fragen hat, der darf unten gerne diese Fragebubble da verwenden. Wenn wir was vergessen haben, bitte gerne auch über die Kommentarfunktion andere Ideen und Inspirationen uns reinposten. Da freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und genau, dann würde ich mal sagen, stell dich mal vor. Ach so. Ja, also ich bin Heike, komme aus Mettmann und bin Trauerrednerin für freie Trauungen. Ja, ich lebe hier in Mettmann und bin auch, wie die Steffi schon gesagt hat, wirklich sehr naturverbunden. Ich habe auch ein Pferd und deswegen ist die Natur mir natürlich auch besonders wichtig. Ja. Wie kamst du dazu, dass du freie Trauerrednerin wirst? Ja, da gibt es verschiedene Gründe. Also als erstes fand ich schon immer Hochzeiten toll, finde ich auch jetzt noch. Klar, was gibt es für einen tolleren? Bist du verheiratet? Tolleren? Nein. Ich würde aber immer noch gerne heiraten. Also ich habe schon, kennst du es noch, die Traumhochzeit mit Linda de Mol? Ich habe schon über solche Sendungen geguckt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe keinen Fernseher. Also ich habe das Wow. Gerät, aber nicht so Fernseh, sondern wenn, dann mal Netflix. Deswegen, ich habe auch kaum Zeit für dieses Gerät. Ja, gut, da ist er schon länger. Na, jedenfalls kommt die Braut da immer die Treppe runter und der Bräutigam wartet unten und alles ganz toll. Also ich meine, das ist ja, ich finde, ein total emotionaler Moment. Ja, wenn sich zwei Leute trotz ihrer Unterschiedlichkeit und allem, was sie so für Probleme haben im Alltag, trotzdem entscheiden, ein Leben lang zusammen zu bleiben. Das ist doch ein toller Moment. Ja, da Die möchte ich Bene einfach. kennt die Traumhochzeit. Also ich bin da kein repräsentatives Exemplar. Ja, nee, ich auch nicht, aber ich fand das, wie gesagt, schon immer toll. Außerdem bin ich auch schon lange freie Journalistin, ne? Und ich höre eigentlich unheimlich gern die Geschichten von anderen Leuten. Also ich höre mir die an, ich versuche mich da hineinzuversetzen, so gut wie ich kann und frage dann noch nach, wenn etwas unklar ist oder wenn ich denke, bei der Geschichte fehlt noch was, ja, und schreibe das eben auf. Ne? Das hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, und so ein Zeitungsartikel, der ist natürlich auch manchmal eher so ein bisschen trocken, ne? Und jetzt dachte ich, wenn ich so eine Trauerrede schreibe, dann ist das eben auch richtig emotional dabei noch. Ja, da kann ich mich dann wiederfinden. Ja, und möchte die Brautpaare. Da Wie brennt das bitte? Herz ein bisschen mehr. Ja, und ja, ich möchte eben die Brautpaare glücklich machen und den Tag wirklich für den zum Schönsten für die beiden machen. Ja, meine Rede, in der Rede sollen sie sich beide wiederfinden, und dann eben den Tag auch wirklich zum Schönsten in ihrem Leben machen. Ja, und hoffe, das geht den Paaren auch so und vielleicht finden sie die Traurede sogar noch schöner, als sie gedacht. Das wünsche ich den Paaren. Ich denke schon. Und Ja. wenn du jetzt so deine Traureden schreibst, also ich denke mal, du hörst dir die Geschichten an, dann hast du schon Ideen. Aber du gehst da ja in einer bestimmten Art und Weise ran, würde ich jetzt mal, ich sage es jetzt einfach mal laienhaft. Also schreiben ist nicht so meins, muss ich zugeben. Reden auch nicht, deswegen stehe ich hinter der Kamera. Anderes Thema. Aber das ist ja so dein Metier. Was macht dich darin besonders? Wo bist du anders? Was machst du anders als andere? Oder wo denkst du, dass du deine Paare
besonders emotional erwischen kannst. Ja, also denke ich, ich bin emotional und empathisch und kann da auch viel Herzblut und Leidenschaft, Herz und auch Gefühl in die Reden reinbringen. Ja, oder eine Frage, ja, wie ich die schreibe. Also ich meine, man unterhält sich ja mit dem Brautpaar als Trauerrednerin mindestens zweimal, ne? Also einmal, um sich erstmal kennenzulernen und zu gucken, ob die Chemie stimmt. Und beim zweiten Mal, das richtige Traugespräch. Das dauert ja meistens so ein paar Stunden, ne? Und dann versucht man ja möglichst viel und alles über die Liebesgeschichte des Paares zu erfahren. Also von der ersten Begegnung zum ersten Date, zum ersten Kuss und ja, natürlich bis zum Antrag, aber auch, was haben die für Probleme oder was für Höhen und Tiefen haben die schon miteinander durchgemacht? Ja, das schreibt man dann alles so ein bisschen, na, vielleicht einfach auch der Reihenfolge nach auf und versucht natürlich, soll ja alles emotional sein, ne? Die sollen vielleicht auch ein Tränchen vergießen, wenn es emotional wird, aber natürlich versucht man auch ein bisschen Humor reinzubringen, ne? Ja. Das soll ja nicht alles jetzt trocken und nur zum Heulen sein, sondern ich erinnere mich da so an Brautpaare, wo der eine erzählt, wie der eine gekleidet war jetzt, der Mann zum Beispiel, als die ihn das erste Mal getroffen hat, mit einem karierten Hemd, ne, offenen Knöpfen oder so, dass man eben auch so was Witziges, witzige Geschichten mit einbringt. Details. Du liebst Details, Ja, Sing. ich meine, da denke, ja, da muss man eben auch. Man hat so eine Vorstellung, wie kann die Rede aussehen? Und da muss man eben auch dann nochmal nachfragen, wenn einem noch was Wichtiges fehlt. Ne? Das ist eben ja auch die Kunst, noch die richtigen Fragen zu stellen, die Details mit einzubringen, die einem eben wichtig sind, wo man denkt, das ist vielleicht mal witzig oder das wissen die Gäste auch noch nicht. Ne? Wie viele Gäste wissen ja manche Einzelheiten auch noch gar nicht, zum Beispiel, was die Ja, halt am anderen nicht mögen, jetzt beispielsweise. ganz, ganz viele Details, das fällt mir auch immer auf. Ja. Tatsächlich auch, wenn manchmal solche Spiele gespielt werden, also ich bin jetzt nicht der Fan von Spielen, aber manche sind doch ganz cool. Ich hatte diesen Sommer ein paar, die quasi ein Quiz gemacht haben über das Brautpaar. Das heißt, die Gäste mussten ja sagen, wo irgendwas war oder wo die beiden irgendwas erlebt hatten oder wer von den beiden irgendwie mehr XY ist oder so. Und also da kamen die schon ins Straucheln. Das war schon ganz lustig und das waren schon einige Aha-Momente und ich glaube, wir haben das Paar nochmal besser kennengelernt. Also Ja. deswegen finde ich es immer ganz sehr, sehr schön, muss ich sagen, auch bei freien Trauungen. Ich lerne ja da auch nochmal viel. Ein bisschen versuche ich ja auch immer, die jetzt kennenzulernen, aber da ist es ja. Ja, noch mal mehr, wenn ich eine Rede höre. Das ist ja schön. Ja. Nine schreibt, das schönste Kompliment ist es, wenn andere Menschen berührt werden. Dafür lohnt es sich. Ja, genau. Möchte ich zu 100% zustimmen. Ja, also wenn das Brautpaar dann sagt, du hast unsere Herzen berührt oder du hast genau, ja, das sind wir, du hast es so beschrieben, wie wir sind, dann denke ich, ja, das ist dann einfach toll, ne? Ja. Aber das ist ja auch das Tolle an der freien Trauung, ne? Dass die nicht nur frei ist in allem, was man macht, sondern auch, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat, die individuell zu gestalten, ne? Mit der Rede, also der Pfarrer erkennt das Brautpaar jetzt meistens nicht ganz so gut. Oder man kann eben, wie du schon sagst, ja, man kann auch Freunde, Bekannte, Verwandte, Trauzeugen mit einbinden. Vielleicht möchten die ja auch was, wenn sie die Braut oder den Bräutigam schon lange kennen, noch was erzählen. Kann ja sein, ne? Hatte ich letztens auch bei einer Hochzeit gesehen, hat die beste Freundin der Braut dann noch ein paar Worte gesagt. Oder man kann die in die Rituale einbauen. Mega Also, schön. Also wenn das man wären dann auch so deine Gründe oder dein, warum du eine freie Trauung auch gerne selbst haben würdest. ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ja schon gesagt, ich glaube, so ein Pfarrer, es gibt wohl auch Pfarrer, habe ich mir sagen lassen, die machen das sehr schön. Aber meistens Ja, gibt's. kennen sie die Braut und den Bräutigam eben doch nicht so toll. Und denk so eine Trauerredner, wenn man sich jetzt, da lernt man die eben doch besser kennen beide. Das habe ich jetzt auch schon öfter gehört, dass das eben einfach ganz toll ist, wenn man die Geschichte auf so eine Art und Weise hört. Ja. Also ich muss da sagen, ich habe ganz, ganz wunderbare Pfarrer schon kennengelernt.
wirklich wunderbare Pfarrer. Ich habe Pfarrer kennengelernt, das war eine große Katastrophe, und da habe ich mich in den Boden geschämt. Und es kommt auch immer darauf an, wie sehr ist das Paar in der Gemeinde engagiert. Also, ne, natürlich, wenn man in einer wildfremden Gemeinde heiratet, dann kennt einen der Pfarrer natürlich kaum. Ich meine, die haben ein Traugespräch auch, aber da kann dann der Pfarrer tatsächlich gar nicht so viel für. Und wie viel haben die dann mit der Kirche am Hut? Manche machen das vielleicht auch aus Pflichtbewusstsein der Familie gegenüber. Und es gibt ja auch theologische freie Trauungen, so wäre es ja nicht, ne? Also es gibt irgendwie alles, und alles hat so seine Daseinsberechtigung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich würde auch sagen, es gibt auch freie Trauungen, die mir vielleicht weniger gefallen würden. Aber insgesamt muss es einfach zum Paar passen. Ich finde es wirklich auch wichtig, dass man sich auf das Paar einlassen kann. Wie du schon sagst, man hat so viel Flexibilität, das ist einfach toll. Sei es Ort, sei es Inhalte, sei es, wie das ablaufen soll. Und ich finde es auch sehr, sehr wertvoll, dass man einfach nochmal gemeinsam vorab Zeit mit dir verbringt und dann eben auch, na, doch schon ein bisschen eine Wundertütenüberraschung von mir bekommt. Ich glaube, da sind die Paare schon riesig gespannt, oder? Ja, das auf jeden Fall, ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass man denen die Rede jetzt vorher geben würde. Also das ja nicht, ne? Das ist ja Eben. schon eine Überraschung. Und ja, für die Gäste und für das Paar natürlich auch. Was wollte ich jetzt gerade eben sagen? Achso, es gibt ja auch, deswegen suchen die Paare sich ja auch den Trauredner hoffentlich gut aus, ne? Also ich habe jetzt ein paar kennengelernt. Ich weiß nicht, die, da hat von Anfang an alles gestimmt. Wir haben uns total nett unterhalten. Da muss ja auch die Chemie stimmen, ne? Sonst sind die ja, Voll. glaube ich, gar nicht bereit, dir jetzt alles über sich zu erzählen. Und die sollen ja möglichst viel erzählen, ne? Vielleicht sind die ja Genau. manchmal auch erst ein bisschen zurückhaltend. Dann kann man vielleicht doch noch ein bisschen herausfordern, dass die noch ein bisschen mehr erzählen. Es gibt ja auch ganz viele verschiedene Typen von Traurednern, ne? Also. Die Paare stellen sich auch was Unterschiedliches vor. Die einen mögen es ja vielleicht tatsächlich lieber klassisch und romantisch und die anderen mögen es doch ein bisschen verrückt, alternativ und damit vielleicht lustig ist denen besonders wichtig. Ne? Danach suchen die ja sich auch den Trauredner aus. Auf jeden Fall. Also für mein Empfinden sind, glaube ich, der Charakter beziehungsweise der Match am wichtigsten, gerade bei Traurednern und Foto-/Videograf. Weil nirgends, bei keinem anderen Dienstleister, bitte sag mir, also grätscht jemand rein, wenn ich mich da irren sollte, ist aber so nah am Paar dran, auch emotional. So privat am Paar dran, da muss es einfach passen, ne? Wir haben eine Zwischenfrage von der Nine, die möchte ich jetzt hier nicht überhüpfen, sonst vergesse ich das. Sie fragt, was war der schönste Moment bei euch? Und, oh Moment, jetzt habe ich es verscrollt. Und den Hochzeiten, gab es da was, was besonders in Erinnerung geblieben ist? Fällt mir was ein? Also ich finde auf jeden Fall, ich würde sagen, das Tollste ist das Ja-Wort, wenn die sich beide am Ende, vielleicht wenn die noch ein, das können sie auch individuell machen, Eheversprechen machen und wenn sie sich dann das Ja-Wort geben und dabei vielleicht auch vielleicht der ein oder andere anfängt zu weinen, wenn die dann vielleicht noch eine Sängerin haben, die ein passendes Lied dazu singt, das finde ich eigentlich den schönsten Moment. Insgesamt schön, auf jeden Fall. Wenn ich an eine besondere, jetzt irgendwie eine Hochzeit denken soll, was mega, mega schön war. Ich hatte letztes und vorletztes Jahr jeweils ein Elopement im Allgäu, wo ich sagen muss, einmal blauer Himmel, Schnee, richtig krass, auf einer Dachterrasse oben. Und das war einfach nur, ich bin sprachlos, muss ich sagen. Es war super intim. Es waren zwei Australier, ein australisches Paar. Und wir sind dann gemeinsam zu einer Berghütte gewandert. Sie im Brautkleid. Sie hatte Boots an, muss ich sagen, aber auch jetzt nicht unbedingt Wanderboots, ne? Und er im Anzug, sind wir 1,5 Stunden auf eine Hütte noch gewandert, haben währenddessen Bilder gemacht, oben Sonnenuntergang und noch ein Glühwein getrunken. Und sind dann wieder runter, und das war
mit das Intimste, was ich erleben durfte. Also richtig krass, weil das wirklich nur ums Paar ging an dem Tag und sehr intim war. Also das kann ich gar nicht anders sagen. Was ist ansonsten bei mir in Erinnerung geblieben? Also ich spreche jetzt einfach mal von diesem Jahr. Ich möchte ja auch überhaupt niemanden ausschließen, weil ich habe echt so viele Hochzeiten schon begleitet und so tolle Sachen. Dieses Jahr sind sehr, sehr viele, also was heißt viele? Ich hatte einen Bräutigam, der ist mit dem Fahrrad angefahren gekommen. Mega, als nachhaltiger Dienstleister bin ich ja sowieso super Fan, er fährt immer Fahrrad und hat er gesagt, passt zu mir, ich komme mit dem Fahrrad. 2 Tage später oder 1 Tag später ist das Paar im Lastenfahrrad ohne Ehe wohlgemerkt gekommen. Da ist er auf dem Sattel gesessen und hat ordentlich getreten. Richtig, richtig cool gewesen. Ich hatte wunderschöne Gartenhochzeit mit, wie nennen sich die Hühner? So eine Rasse, die einfach super schön sind. Und so einem Hochbeetgarten und alles super, super schön selber dekoriert mit so Heuballen und eine wunderschöne, nachhaltige Gartenhochzeit in Stuttgart hatte ich. Ich dachte, ich kipp aus den Latschen, als ich das gesehen habe, wie viel Mühe und Liebe die sich gegeben haben, Wimpeln selber genäht. Und ja, ich sitze übrigens gerade am Album. Ja, Hammer, schön, ne? wunderschön. Ich hatte eine Pfadfinderhochzeit dieses Jahr, auch krass. Ich habe das noch nie erlebt. Also, es ist eine katholische Pfadfindergruppe. Und die haben dann mit Fahnen gewartet und dann haben die da so speziell ihre Rituale. Also das ist jede, wirklich jede Hochzeit individuell und anders. Und ich kann da auch nur mich wiederholen. Jeder soll das so machen, wie es zu einem passt. Scheiß auf Tradition. Und wer hat übrigens die Tradition erfunden? Also wer sagt, dass man das so machen muss? Mach das so, wie du es willst. Also das, ich kann mich nur wiederholen. Ja, also du bist da, wie du so erzählt hast, auch tatsächlich echt nah an dem Paar dran, ne? Auf eine Voll. andere Art vielleicht noch näher als so ein Trauredner, weil die müssen ja auch sich öffnen dir und sich fotografieren lassen. Da gehört ja auch was dazu, ne? Tatsächlich ja. Also würde ich jetzt mal so vom Gefühl her sagen, weil viele tatsächlich vor der Kamera auch ein bisschen zurückschrecken und dann so ein bisschen die Vertrauensbasis, ja, das ist, schreibt sie, da war ich dabei. Ja, da warst du dabei. Tatsächlich. Die Vertrauensbasis zu schaffen, dass sie sagen, okay, ich vergesse die Kamera und ich lasse mich einfach so ein bisschen leiten und die macht das schon und es wird einfach Zeit für uns. Das braucht, glaube ich, viel Erfahrung auch, viel Gespür, viel Menschenkenntnis. Aber es ist wunderschön, weil egal wie es ist, jedes Paar reagiert anders und es kommt immer irgendwas anderes raus. Hauptsache authentisch und das, ich liebe das einfach. Ja, Ja. authentisch ist wichtig. Das ist mir auch wichtig. Authentisch und natürlich. Ja, und wie gesagt, man muss Vertrauen, glaube ich, aufbauen zu dem Paar. Man muss einfach ein bisschen Einfühlungsvermögen und Sensibilität haben, sonst geht das alles nicht. Ja, und es Ja. gibt einfach tolle Orte. Also, wie gesagt, ich finde so alles, was im Garten oder in der Natur stattfindet, auch toll. Ich würde auch unheimlich gerne mal ein Paar in einem Reitstall trauen. Wie du schon gesagt hast, das geht ja einfach überall. Strand, See, Hast du da Wiese. was in Planung, meine liebe Heike? Was, du? Wenn, ne, du und ich hatten da was in der Planung, ne? Jetzt. Ach so, ja. Wir hatten auch eine Planung, genau. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ja, man kann überall heiraten und Bei man mir kann im auch Reichstag. Rituale einbauen. Ach so, Reitstall? In deiner Reitstelle, ja. Klar. Marion schreibt, echt sein ist auf beiden Seiten das Wichtigste. Ja. Wenn es beim Ja. Vorgespräch bei mir, wenn ich schon merke, das Paar ist nicht echt und das passt irgendwie nicht und irgendwie ist es super angespannt, dann wird das. Also Ja, aber ich hatte jetzt begleiten. auch. Ja, Kann das ich nicht stimmt. begleiten. Ich habe, da gibt es so eine Rednerin, da gucke ich auch öfter auf Instagram, die macht das schon 10 Jahre oder so. Die hatte jetzt auch so einen Beitrag, den fand ich eigentlich toll. Sie hat gesagt, also man soll aber auch, klar, es muss irgendwie stimmen, aber manche sind eben auch erst ein bisschen zurückhaltend. Und manche wollen auch so eine gewisse Distanz wahren. Also das muss man dann auch akzeptieren, ne? Da sind die eben auch alle nicht so gleich.
Ja, wenn man vom Charakter her eher so ein bisschen schüchtern oder zurückhaltend ist, aber so ein distanziertes, ich würde es jetzt schon sagen, Business-Verhalten, ist irgendwie dann komisch. Und ich glaube nicht, dass man dann auch ein Gespür fürs Paar kriegt. Das stimmt schon. Also ich bin ja in allem, wie du wahrscheinlich auch, ich bin einfach in meinem ganzen Leben so ein eher natürlicher und authentischer Typ, glaube ich. Also ich kann auch gar nicht lügen, ne? Also ich bin eigentlich immer eher ehrlich. Nee, und wenn es sowas aufgesetzt ist, könnte ich jetzt auch gar nicht, sag ich ja, wenn die sich jetzt sowas Hippes da vorstellen, alles hyper schick und so, dann wäre da zum Beispiel wahrscheinlich auch nichts für mich. Ja, Ich hätte ja kann lieber auf dem Bauernhof oder was ich, auf ich einer komme Wiese auf den im Garten. Gummistiefel, ne? Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ja, Problem, klar. ne? Eher natürlich und authentisch. Kann ich nur bestätigen. Ich habe mir hier auch noch ein paar Themen bzw. Fragen notiert, weil wir ja heute eigentlich wegen einem Thema hier zusammengekommen sind. Vielleicht müssen wir mal hier die Kurve kratzen. Ja. Warum der freie Trauung bzw. warum freie Trauungen schön sind und was es so besonders macht, das haben wir jetzt so ein bisschen, ne, ich würde mal sagen, genug abgefrühstückt. Haben wir Jetzt mal. geht es Ihnen darum, wie kann man denn eine freie Trauung nachhaltiger gestalten? Du hast schon mal davon gesprochen, dass bei einer freien Trauung nicht unbedingt nur eine Rede dabei sein muss, sondern eventuell auch sogenannte Rituale. Rituale sind ja, möchtest du vielleicht eine kurze Ja. Definition geben? Ja, Rituale sind eigentlich, stehen als Symbol für die Verbundenheit zwischen Mann und Frau, also zwischen Bräutigam und Braut. Es ist eine symbolische Handlung, die die Verbundenheit demonstrieren soll. Zum Beispiel, also wenn ich, ja, Beispiel, das ist jetzt zwar nicht unbedingt, glaube ich, nachhaltig, aber als erstes fällt mir da so das Sandritual ein, ne? Also da hat man jetzt zum Beispiel zwei kleine Gefäße mit farbigem Sand. Und gießt das beides in ein größeres Gefäß zusammen, dann gibt es so ein tolles Muster. Und ja, die Sand, also erstmal die verschiedenen Farben stehen auch so ein bisschen für die Verschiedenartigkeit der beiden. Und dann sind die jetzt verbunden wie diese Sandkörner. Und die Sandkörner können eigentlich auch nicht mehr getrennt werden, wie hoffentlich auch das Brautpaar nicht. Ne? Weiß ich nicht, vielleicht kann man auch unterschiedlich gekörnten Sand nehmen, vielleicht kann man den mit Naturfarben färben, weiß ich nicht. Ich finde das nur als Beispiel so ganz gut. Ja, aber dann gibt es. Wolltest du? Ja, ich habe das jetzt so dann anschaulich, ja, wenn mal so ein schönes Beispiel gewesen. Ja. Und wenn wir das jetzt auf den Aspekt Nachhaltigkeit beziehen, du sagtest gerade, vielleicht fragwürdig, ob das jetzt unbedingt das nachhaltigste Ritual ist. Wie kann man das denn jetzt nachhaltiger gestalten? Ja, also da gibt es natürlich auch schöne, nachhaltige Rituale. Was ich eigentlich auch schön finde, ist das Ringwarming, heißt das. Ne? Also Ringe stehen ja auch sowieso, sind ein Symbol für Unendlichkeit, weil die haben ja keinen Anfang und kein Ende und stehen auch so für die unendliche Liebe des Paares. Ja, und sind auch ein Zeichen, wenn man sich die hinterher ansteckt und trägt, ein Zeichen für Verbundenheit. Ja, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Also das Ringwarming kann man machen. Man kann einmal Ringe auf einem Ringkissen durch die Gäste geben oder auch an einem Band. Und dann können die Gäste diese Ringe mit ihren Wünschen besprechen. Ne? Also das können sie stumm machen, so im Kopf können sie sich was überlegen. Das ist ganz gut, wenn es viele Gäste jetzt sind, sonst dauert das ja ein bisschen lang. Oder man kann die auch laut sprechen, wenn es vielleicht jetzt nur wenig Gäste sind. Ne? Und das Ringkissen, das könnte auch etwas Nachhaltiges sein, also zum Beispiel Blüten, wo man die Ringe drauflegt oder eine Holzscheibe. Oder man kann auch bei diesen Ritualen immer an vielleicht schon verstorbene Verwandte erinnern. Also wenn man könnte jetzt auch so als Ringkissen so eine Schale nehmen, die von der verstorbenen Oma vielleicht stammt. Oder auch irgendeine Erinnerung an die eigene Kindheit, eine Tasse vielleicht, die einen an bestimmte Dinge erinnert. Ja, und dann kann man diese Ringe eben durch die Gäste gehen. Ja, und das ist dann auch so eine Verbundenheit mit dem Paar, ne? Ich hatte mich jetzt mit der Braut unterhalten, die hat auch gesagt, also das möchte sie unbedingt und das will sie auf jeden Fall. Die Gäste sollen die Ringe sehen, also das ist sie ganz wichtig, ne? Die Ja. Gäste, die fahren auch immer voll auf die Ringe ab. Also ich habe eigentlich keine Hochzeit, wo die Gäste nicht mal sagen, oh, zeigt mal eure Ringe. Und dann erst mal Nee. hier.
Der da, also ja, ich finde es auch schön, ich finde es auch so spannend individuell, wie jeder so andere Ringe hat, ne? Manche haben es eher schlicht klassisch, dann haben sie sie selber geschmiedet, verschiedenste Formmaterialien. Also, ich habe da schon alles möglich gesehen und deswegen ist das Ritual, ich finde das schön. Ah ja, apropos einschmelzen, man kann ja auch bei den Ringen, kann man jetzt Erinnerungsstücke, also Schmuck von Angehörigen, von der Oma auch, Ohrringe oder sonst was, kann man ja einschmelzen in die Ringe, das machen manche Juweliere. Also ja, es gibt auch Ringe aus recyceltem Gold, ne? Also die Goldproduktion an sich, also das Goldschürfen ist, glaube ich, nicht so das umweltschonendste, genau. Und deswegen ist es eben besser, wenn man da vielleicht recyceltes Gold verwendet oder man kann eben Erinnerungsstücke einschmelzen. Das ist bei den Ringen auch noch besonders gut machbar. Ja, da gibt es auch einige Goldschmiede, die sich darauf spezialisiert haben. Wie Katrin von Schmuckelster zum Beispiel, die macht das tatsächlich sogar auf Distanz. Und wunderschöne Sachen. Also ich könnte die ganze Zeit gucken, was sie da so Ja, macht. ich habe schon. In Mettmann gibt es wohl auch eine Juwelierin oder eine, nein, wie nennt man die, eine Goldschmiedin, die das macht, mit der wollte ich mich demnächst nochmal unterhalten. Ja, das ist zum Thema Ringe. Gibt natürlich noch Machen. andere nachhaltige Rituale, oder wolltest du? Ja, schieß los. Dann kann man natürlich ein Bäumchen pflanzen, ne? Also man kann zum Beispiel ein Bäumchen von einem kleineren Gefäß in ein größeren Bottich pflanzen. Und dieses Bäumchen, wenn das dann wächst, ist ja auch ein Symbol dafür, dass die Liebe genauso wächst, die Liebe des Paares genauso wächst wie dieses Bäumchen eben. Vielleicht hat man ja auch einen Garten, dann kann man, vielleicht ist die Hochzeit im Garten, dann kann man den Baum ja auch gleich da einpflanzen. Ach, man kann auch einen Wunschbaum daraus machen, dann kann man dieses Bäumchen auch mit Kärtchen behängen. Also da können auch die Gäste Wünsche auf die Kärtchen schreiben und die kann man dann dieses an das Bäumchen hängen. Ja, wenn man einen großen Garten hat, kann man sich natürlich im Sinne der Nachhaltigkeit auch Bäumchen schenken lassen von den Anwesenden, von den Gästen. Oder wenn das nicht geht, dann kann man natürlich auch die Gäste auffordern, eine Spende an eine Umweltorganisation zu geben und die dann einen Baum pflanzt. Ne? Das ist natürlich auch eine schöne Sache im Sinne Ja, der auf jeden Fall. Nachhaltigkeit. Ich habe gerade eine Idee bekommen. Vielleicht inspiriere ich dich jetzt. Vielleicht ist es auch völliger Murks. Man kann zum Beispiel Kerzenstumpen sammeln aus Bienenwachskerzen. Am besten auch zwei Farben. Du hast mich nämlich auch inspiriert. Und die dann kurz zusammenschmelzen und dann zu einer neuen Kerze machen. Und Ja, zwar ja. Kerze. Auch, kann auch sehr nachhaltig sein. Genau, das habe ich früher mal gemacht. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt lange nicht gemacht. Aber ich weiß noch, als Kind haben wir das irgendwie, da haben wir auch so Wachsreste gesammelt und dann kann man da zum Beispiel in so ein Glas einen Docht reinhängen und dann kann man das da schmelzen, den Wachs im Topf und dann kann man das da reingießen, dann hat man auch eine Kerze. Ja, wenn man Und das so macht, das ist wäre ja natürlich auch schön für ein Ritual, weil du hast ja eine jetzt gute quasi Idee. zwei alte Kerzen, die du wieder zusammenführst und das Licht kann auch immer Wärme spenden und Schön. erinnern. Ritual, ja, Traukerze ist natürlich auch ein nachhaltiges Ritual, eigentlich, wenn man die richtige Kerze nimmt, also entweder eine selbst gemachte oder am besten eine Bienenwachskerze, weil oft sind Kerzen eben auch aus Paraffin, das sollte man möglichst nicht verwenden, weil das als Nebenprodukt bei der Mineralölherstellung, Gewinnung anfällt und die ist ja auch nicht so umweltfreundlich. Oder es gibt auch Kerzen aus Stearin. Die werden oft aus Palmöl gewonnen, ja. Und dafür werden eben schon manchmal ganze Flächen an Regenwald abgeholzt. Also eine paraffinfreie Kerze sollte es, wenn man jetzt an Nachhaltigkeit denkt, schon sein. Aber Ja. sonst ist die Traukerze eben auch ein wunderschönes Symbol. Also Kerzenlicht ist immer ein Symbol für Liebe und Wärme. Und wenn man jetzt die Traukerze anzündet, dann leuchtet quasi die Liebe des Paares und die Liebe und das Glück des Paares werden auch in den Himmel geschickt. Und Ja. könnte da auch wieder so Trauzeugen mit einbinden, die dann vielleicht die Kerze anzünden. Ja, auch ein total schönes Symbol. Ja, echt schön. Ritual. Was gibt's noch? Ah ja, die Wunschkiste finde ich auch sehr schön eigentlich. Also man kann eine Kiste nehmen,
Und auch zum Beispiel kann man während der Eintragung oder auch hinterher, das hatte ich jetzt auch schon mal erlebt, legen dann Zettelchen aus. Auf jeden Fall können die Gäste auch auf Kärtchen ihre Wünsche schreiben und die kann man dann alle in diese Kiste füllen und die kann das Brautpaar dann auch noch zunageln. Und man kann da auch noch so ein paar Gegenstände jetzt zum Beispiel, was die gerne essen oder trinken, also so eine Cola-Flasche und ein paar Chips reinmachen, jetzt mal als Beispiel, wenn die da drauf stehen. Oder eben was anderes Passendes, Flasche Bier, Flasche Wodka, was weiß ich. Es kommt jedenfalls alles da rein und können auch noch ein paar Erinnerungsgegenstände rein und dann nagelt man die zu und dann können die beiden, wenn die am ersten Hochzeitstag, können die die Kiste aufmachen und können dann sich an alles nochmal erinnern, diesen Tag sich nochmal in Erinnerung rufen. Finde ich auch schön. Ja, das ist echt schön. Sehr cool. Meinst du denn, es braucht Rituale? Also, ich denke, es geht auch ohne, ne? Wenn die Geschichte interessant genug ist und vielleicht Trauzeugen eingebunden werden, da kann das auch so interessant und abwechslungsreich genug sein. Aber ich glaube, die meisten Paare möchten das ganz gerne. Eben als so ein Symbol für ihre Verbundenheit, ja. Ich glaube, es gibt wenige, die es nicht wollen, aber gibt es auch. Manche sagen auch, ah, lass mich mit den Spielchen in Ruhe. Und das kann ich auch voll verstehen. Also ich könnte es mir Also, auch ohne das kann Ritual ich schön vorstellen. nicht. Ich könnte es mir auch ohne Ritual genauso schön vorstellen, die Trauzeremonie. Ich auf jeden Fall auch. Also, quasi alles kann, nichts muss, ne? Ja, Immer, haben wir worauf ja man Bock schon hat. gesagt. Habe ich noch was vergessen? Man kann die Wünsche natürlich auch auf Steine schreiben. Ah, das ist cool. Die kann man auch so Das ist mega hübsch malen. die kann man bemalen oder man kann die beschreiben lassen. Und das ist ja auch eigentlich nachhaltig, ne? Weil so Steine, die findet man eigentlich überall. Die muss man da vorher sammeln rechtzeitig und dann kann man die beschreiben. Ich weiß nicht, wie das mit diesen Markern für Stein ist, was da drin ist und so. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Da muss ich passen. Was für Steine? Da gibt es ja extra so Stifte, so Marker Oh, ja, für diese Steine. das stimmt. Die sind Und wahrscheinlich auch nicht so nachhaltig. das weiß Aber ich eben nicht. das war, da Das bin ich, da muss ich mich jetzt auch nochmal schlau machen. Es gibt ja bestimmt auch umweltfreundlichere Farben, ne? ja, also Denke das ich weiß mal. ich tatsächlich Weiß einfach. ich gerade jetzt auch nicht ganz genau. Nee. Ja, Nee. ich schaue mal gerade noch, was wir Ja, an wir Themen gucken. haben. Wie vielleicht, weil wir ja jetzt doch schon relativ lange gesprochen haben, insgesamt, was würdest du sagen, wie du nachhaltig als Traurednerin das alles gestaltest und was dir so die drei Punkte, die dir im Alltag am wichtigsten sind bezüglich Nachhaltigkeit? Also erstmal weiß, wie gestaltest du deinen Beruf als Traurednerin nachhaltig? Ja, also als Trauerrednerin hat man natürlich weniger Möglichkeiten als jetzt eine Hochzeitsplanerin, denke ich. Die hat dann noch viel mehr Möglichkeiten. Ja, aber als erstes kann man mal seinen Büroalltag papierfrei, also digital gestalten. Das machst du ja, glaube ich, auch, habe ich gelesen. Also ich gesamte Kommunikation jetzt hier, was Angebot, Vertrag, Rechnung, das kann man ja alles digital verschicken und die Traurede und die Trauurkunde, das muss man natürlich ausdrucken, das kann man ja auf Recyclingpapier machen. Ne? Ja, das machst du ja, glaube ich, auch mit deinen Fotos. Also du machst ja auch möglichst viel digital, glaube ich. Ne? Die Fotos gibt es grundsätzlich erstmal sowieso nur digital, weil ich drucke ja jetzt nicht irgendwas, was am Ende gar nicht irgendwo landet, sagen wir es mal so, sondern irgendwo im Schrank verstaubt, weil es jetzt nicht die Lieblingsfotos waren oder so. Wer Prints bei mir bestellen möchte oder ein Album, der kann das und der kann sich auch aktiv für eine, ich nenne es jetzt mal, nachhaltigere Variante entscheiden. Da muss man tatsächlich sagen, die hat ein paar Nachteile tatsächlich, weil die nicht über die Mittelfalz gedruckt, also im Fall der Alben kann man die nicht über die Mittelfalz drucken. Das heißt, da wo quasi das Buch gebunden ist in der Mitte, kann man bei den normalen Alben einfach drüber drucken. Und das ist gar kein Problem und sieht mega, mega schön aus und kann den kompletten Platz nutzen. Bei den mit den nachhaltigeren Farben würden die Farben brechen.
Das ist zum einen das Thema. Und ich habe das Gefühl, die Langlebigkeit der Farben ist noch nicht so ausgetestet wegen Wasserbasiertheit. Ja, das kann man sich vorstellen. Also laut Hersteller ist alles super. Man muss es halt trocken lagern, wie jedes andere Album auch, und nicht der Sonne aussetzen. Das ist klar, das darfst du mit normalen Alben auch nicht. Ja, so ganz glücklich bin ich noch nicht damit, ehrlich gesagt, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, und das kann man dann quasi auf jeden Fall auch bestellen, weil also Bilder, finde ich, müssen doch dann gedruckt sein, also die schönsten und die Erinnerungen, sonst auf der Festplatte guckt sich das kaum noch jemand an, und da ist es mir dann doch wichtig, dass man sich das eine oder andere aussucht, aber dann wirklich eins, das einem am Herzen liegt, ne? Ja, also das ist einfach so, ne? Klar, digital gehen die auch schon mal verloren oder so. Ich Ja, habe ich von, weiß nicht, wie es dir geht. Guckst du deine Urlaubsbilder noch an, die irgendwo hoffentlich im wollte ich Schiff sagen, liegen? ab und zu, wenn ich mal Zeit habe, dann gucke ich mal, ob ich da mal welche löschen kann. Dann gucke ich mal wieder nicht, ach, da haben wir ja die Bilder noch. Aber jetzt zum Beispiel meine Eltern, ne, die haben überhaupt immer noch kein Internet, leider. Aber dann bin ich, früher habe ich denen dann immer ab und zu mal welche ausgedruckt, ne? Und ja, ich bin da selbst auch noch ein bisschen oldschool. Also ich habe ganz viele Fotoalben und die gucke ich dann ab und zu mal an. Ne? Das ist doch was anderes. Das ist, ja, das, da muss ich auch tatsächlich sagen, da hängt doch auch bei mir ziemlich viel Herz dran. Ja, Ja. das würde ich als Brautpaar jetzt auch machen. Ja, Ja. eigentlich mit so einem Album dann finde ich schon wichtig. Ich würde auch, also ich bin sowieso ein Verfechter von, mach das nachhaltig, wenn dir das wichtig ist, so gut du das kannst, so viel du bereit bist zu geben. Perfekt ist sowieso keiner, und dann ist das fein. Jeder macht seinen Beitrag, sagen wir es so, ne? Ja, genau, das ist ein gutes Stichwort. Also perfekt ist ja keiner, ne? Also man kann jetzt Genau. weder eine Hochzeit total nachhaltig machen. Und es muss es auch nicht, indem man schon mal keine Tauben fliegen lässt, Luftballons steigen oder ja, Plastikkonfetti schmeißen und Genau. hatten ja schon mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, ne? Genau, man kann Blütenkonfetti nehmen, auch bei dem Essen ist da, glaube ich, ein Buffet ist da, glaube ich, besser als Menü. Also da wird weniger weggeschmissen, soweit ich Umgedreht? weiß. Umgedreht? Ist umgedreht? Hm. Ja. Na gut. Weil beim Menü tatsächlich pro Person Stimmt, ein umgedreht, Teller klar. abgedient wird, und beim Buffet kann man nicht so gut kalkulieren, und dann sind es ja Stimmt. quasi diese Ja, klar. Ja. Warmhaltelnudeln-Dinger. Logisch. Da bleiben ja Nachher größere Mengen ist das Menü übrig. tatsächlich. Ja, da kann man ja auch. Achso, die Frage war aber jetzt ja erstmal nach uns, ne? Genau, Genau, natürlich. eigentlich ging es darum, was die drei Dinge, die dir am wichtigsten sind, Drei Dinge. so generell bei dir privat, was dir am wichtigsten ist, Ja, zwecks viel, Nachhaltigkeit. na, als erstes fahre ich natürlich mal viel Fahrrad und wenig Auto, aber ich habe auch seit jetzt schon über ein Jahr ein E-Auto. Also das ist mir halt total wichtig und ich glaube, im Moment viel mehr kann man da auch nicht machen. Außer natürlich, wie du, man fährt auch Bahn und Bus. Aber ich zur Arbeit, das ist jetzt auch ein bisschen schwierig, ne? Also jedenfalls das. Ja, dann versuche ich natürlich möglichst abfallarm zu leben, nicht so aufwendig verpackte Sachen zu kaufen. Und ja, vor allen Dingen kein Plastik, ne? Also ich kaufe jetzt hier Getränke, was gibt's noch? Getränke, Öl, Joghurt, so alles, was in Glasflaschen gibt, versuche ich auch so nicht in Plastik, sondern eben in Glas zu kaufen. Ich habe auch so das Klima, also für Getränke brauche ich eigentlich gar keine Flaschen mehr. Was noch? Ja, regional einkaufen ist auch wichtig, finde ich. Also hier im, kennst du das, im Schwarzbachtal in Ratingen, da ist ja so ein toller Bauernladen. Ich Also da, war noch nicht da, aber habe von ja, da gehört, das muss cool musst du sein. mal hinfahren. Also das ist wirklich schön. Jetzt haben die da auch riesige Mengen an Kürbissen aufgebaut und ja, da kriegt man eben auch Milch in Flaschen und Obst und Gemüse vom Erzeuger. Alles ist wirklich ein schöner Laden, muss man Ja, sagen. Und wenig bei Fleisch, uns. ne? Wenig Fleisch essen. Also das tue ich jetzt auch sowieso eigentlich, weil ich mir da auch irgendwie nicht so viel draus mache. Aber das ist auch wichtig. Aber wie gesagt, keiner ist perfekt. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin jetzt überzeugter Vegetarier. Das nicht. Also wenn es jetzt im Sommer gegrillt wird, esse ich auch mal ein Stück Fleisch. Aber man muss es ja nicht jeden Tag machen, ne? Das ist auch sowas. Alles so in Maßen.
und wie man es halt hinkriegt. Perfekt bin ich da bestimmt auch in keinster Weise. Und das muss man auch nicht, ne? Also man muss sich da auch nicht kasteien, das Leben soll noch Spaß machen. Genau. Immer geht's nicht, wenn ich der eine. Klar, dafür fliege ich vielleicht nächstes Jahr mal wieder nach Mallorca, ne? Ja, also ich lasse es mir tatsächlich auch irgendwie noch nicht so richtig nehmen, irgendwie auch mal irgendwo hinzufliegen tatsächlich. Gebe ich zu. Auch wenn ich sonst fast ausschließlich ÖPNV unterwegs bin, auch auf Hochzeiten, wenn es nur geht, nicht Auto. Ja, das ist Aber aber ja schon mal toll, ne? Das bin ich wie verwundert. war? Da geht das in, bist du nur in Düsseldorf dann unterwegs? Nö, also ich habe in Süddeutschland, ich komme aus Süddeutschland, auch Hochzeiten, ich fahre mit der Bahn hin. Toll. Ich arrangiere das so, meine Paare wissen das, dass ich da irgendwo mitfahren muss. Ich kriege das auch so dahin, dass ich dann auch immer gut da bin, das ist gar kein Problem. Nur zwischen, wenn es nicht an einem Ort ist, dann muss mich jemand mitnehmen. Aber das ist tatsächlich eigentlich eher vorteilhaft, meiner Meinung nach, weil wenn ich irgendwo Parkplatz suchen muss oder Stau ist oder ich mich mal verfahre und ich halt eben nicht mit dem Brautpaar mitfahre, kann es halt doch schon mal sein, dass man was verpasst. Und das ist für mich halt ein Riesen. Stress auch tatsächlich, Nervenkoller. Und ich mag gern entspannt auf einer Hochzeit sein. Ja. Und ich bin halt wirklich immer dabei. Und das ist ein Riesenvorteil tatsächlich. Funktioniert gut. Ich kann nicht immer mit der Bahn, aber jetzt dieses Jahr habe ich doch schon, wenn ich nicht sogar zu Fuß da war, 90% mit der Bahn genommen. Ich habe auch erst seit letztem Jahr ein Auto, auch nur deshalb, weil es mit dem Mietwagen nicht mehr geklappt hat, so richtig, nur kaputte gehabt und ja, mit den Rechnungen Probleme. Aber ansonsten, ich hätte kein Auto, ich will auch kein Auto. Finde ich toll. Also, wie gesagt, also ich habe jetzt auch ein E-Bike und da fahre ich, also zwischen Mettmann und Wülfrath fahre ich eigentlich immer mit dem Fahrrad. Das schon, das ist toll, aber so jetzt zur Arbeit und dann hinterher auch noch zum Pferd. Also, wenn ich das alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen müsste, wäre schon nicht ganz so einfach. Also, kostet auf jeden Fall viel Zeit. Also wenn man es gewohnt Und ist, überhaupt gar kein Problem. Und im Endeffekt, so viel Zeit spart man nicht, meiner Meinung nach, so vom Gefühl her, weil ganz, ganz oft steht man einfach im Stau. Gerade auch wenn man irgendwie in die Stadt muss, aus der Stadt raus oder so, lohnt gar nicht wirklich. Außer gestern bei der Hochzeit, wo die U-Bahn dann stehen geblieben ist, Feuerwehreinsatz, und ich ein Taxi nehmen musste. Dann ist scheiße, aber ich habe genug Puffer immer, dass ich wirklich noch viel zu früh trotzdem da bin. Also das ist dann mal eine Ausnahme, aber auch da habe ich einen dreifachen Boden. ja, ist toll. Ja klar, manchmal muss man das einfach denken, man so Sachen gehen nicht. Also mit dem E-Auto, das muss man ja auch erstmal ausprobieren. Ne? Ich habe jetzt auch keine Ladesäule zu Hause. Ich habe zwar eine Garage, aber da ist kein Strom. Also Ja. muss ich immer zu so einer öffentlichen Ladesäule fahren. Ich meine, klar, ist auch umständlicher, als wenn ich jetzt dauernd an die nächste Tankstelle fahren kann. Aber ich mache es halt und das geht auch. Ne? Du musst halt immer an die Ladesäule fahren, dann musst du nach Hause laufen, dann musst du wieder dahin laufen und das Auto abholen. Ja, aber ist ja auch die Frage, ne, ob diese ganze Bequemlichkeit, die man hat, ja, die kann man eben nicht mehr haben auf die Dauer, wenn in meinen Augen, ne? Also Überall mit als wir Auto gestern im hinfahren. Taxi da gefahren sind, war das Benzin auf 1,88. Also ich kriege das ja gar nicht mit, ne? Wenn ich nicht fahre, habe ich schon aus dem Latschen gekippt. Da dachte ich, ja, dann müssen ein paar jetzt wohl mal mehr laufen, Entschuldigung. Aber das ist einfach ein Preis. Also vielleicht schon auch gerechtfertigt für das, was das eigentlich auch wert ist, das Öl. Aber ja, ein Tja. Umdenken muss da vielleicht stattfinden. Ich muss auch zugeben, ich bin auch nicht wirklich E-Fan, weil ich glaube, das ist auch nicht die Zukunft. Das mit dem Lithium in den Batterien, die Herstellung ist auch nicht umweltfreundlicher. Also es ist immer noch ein Problem. Der Strom kommt auch nicht grün aus der Decke. Deckdose, Steckdose. Es ist wahrscheinlich ein Schritt in eine mögliche Richtung, die auf jeden Fall sein kann. Aber solange ich noch gesunde Füße habe, mache ich das. Ja, das ist toll. Ja. Solange es geht und so, ne? Also. Ja, man muss halt, klar, das ist auch nicht, aber im Moment gibt es halt noch keine andere Möglichkeit. Und ja, man muss halt tatsächlich immer mehr Strom aus
nach halt aus Energien wie Windenergie und Sonnenenergie gewinnen. Ne? Der Strom auf jeden Fall nachhaltiger. Aber ob das so schnell geht, keine Ahnung. Ja, also jetzt ist ja Rohstoffmangel, was halt problematisch werden wird für die Solarpanel-Herstellung, ne? Wird es kein Material geben, weil halt keine Rohstoffe da sind. Aber gut, es ist jetzt halt so ein Thema, wo sich die hoffentlich neue Wahlbundesregierung dran setzen wird. Also da Ja, hoffe ich doch hoffentlich können sehr die da drauf. was machen. Also, es ist ja schon jetzt so, dass immer mehr Strom aus solchen Energiequellen kommt. Ne? Also, ich war noch letztens bei so einem Trafotransport und da haben die schon erzählt, dass viel Strom von den Offshore-Anlagen im Norden kommt und viel Strom mit Solaranlagen im Süden von Deutschland gewonnen wird. Da ist ja schöneres Wetter meistens. Also, der Strom muss jetzt auch schon über ganz schön weite Strecken transportiert werden. Das hat sich auch schon verändert. Es ist nicht mehr wie früher, wenn so die Kohlekraftanlagen hier im Ruhrpott jetzt so nebenan waren. Ich bin erst im letzten, wo ist denn das? Hüggelhofen, kennst du das? Naja, schon Richtung, mal gehört. Richtung Das also ist das da Richtung Cuxhaven, Bremerhaven. Gammelskirchen, oder? Ja, Richtung holländische Grenze. Da ist ein komplettes Braunkohleabbaugebiet und da haben sie erst vor 2, 3 Jahren ganze Dörfer abgerissen. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile, ne? Gestern kam ja auch wieder Nachrichten, dass in Frankreich setzen die alles auf Atomstrom, ne? Kleine, ja, hat der Macron jetzt wieder gesagt, kleine, kompaktere Anlagen, die angeblich nicht so gefährlich sind und mit dem Entsorgen des Abfalls ist es dann auch irgendwie einfacher. Ja, da haben sie auch so Leute auf der Straße interviewt. Ich finde das toll, da ist der Strom wenigstens billig, ne? Ja, was nützt es dann, wenn die Franzosen nebenan diese Anlagen trotzdem noch bauen? Das ist ja auch blöd, ne? Ja, verstehe ich nicht, egal. Ah, da könnte man sich lange Ja, aufregen. interessantes Thema. Auf jeden Definitiv. Fall versuche ich halt, ja, man versucht halt, was man kann, ne? Habe ich jetzt auch Genau. gelesen. Es gibt auch so, man kann sich auch auf Balkon so ein Solarpanel stellen. Und Genau. drinne, das finde ich auch jetzt interessant, muss ich mich mal schlau machen. Könnte ich mir auch noch gut vorstellen. Ja. Auf jeden Fall. Weil, also wer einen Balkon hat, ich habe keinen, aber Ja. ja, auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Also in Summe ist es ja die vielen kleinen Schritte, die jeder für sich selber macht. Und wenn es nur ein kleiner Schritt ist, ist es ein Schritt und das ist gut. Punkt. Ohne dass man sich vielleicht so einschränken muss wie ich jetzt. Also das ist, für mich ist keine Einschränkung, für einen anderen wäre das eine Einschränkung, nur öffentlich zu fahren zum Beispiel, ne? Das ist auch okay, wenn es einem eine zu große Einschränkung ist. Aber da muss jeder seine Balance finden und Hauptsache jeder macht ein kleines bisschen was und dann ist, glaube ich, die Erde schon mal ein kleines Schrittchen weiter, ein großes kleines Schrittchen weiter. Genau, jeder das, was er kann halt. Und wie sagt man, so viele kleine Dinge wirken auch was Gutes, wenn es zusammen gemacht wird, ne? Jeder halt, ich auch. Eben drum. Also, Ja. Anfang finde ich doch schon, ist schon ein großer Schritt. Also, wie gesagt, ich glaube nicht, das ist toll, dass du das machst, aber ich glaube nicht, dass da alle Leute bereit zu sind. Ja, dieses mit dem Bahnfahren, das kann man hin und jetzt, wenn ich nach Kassel fahre zu meinen Eltern, dann fahre ich auch mit der Bahn. Aber auf die immer, alle wollen das nicht. Ich glaube, so ein Auto ist eben auch tatsächlich so ein individuelles Ding, wo man schnell von A nach B kommt. Und ja. Kann man sich, glaube ich, nicht mehr ganz wegdenken. Für die meisten Leute ist es, glaube ich, Das ist das deutsche Statussymbol. Also das ist komm so. noch Und dazu. ich bin da absolut nicht der Meinung, dass man das braucht. Ich bin in fast der Hälfte der Zeit in Süddeutschland mit der Bahn als mit dem Ja. Auto und stressfreier in der Regel. Es sei denn, es ist Sturm wie heute, aber da war ich dann doch lieber Bahn. Ja, das ist eine weite Strecke, aber ich hasse Autofahren. Also das kommt, ich fahre total ungern Auto. Ich finde das total anstrengend. Und wenn ich jetzt im Sommer auch, ich fahre dann mit dem Fahrrad, dann fahre ich in die Stadt, dann kann ich hier halten, da halten, ne, einkaufen. Im Auto, wenn ich schon weiterfahren muss, dann überall Stau, dauernd rote Ampeln. Ich finde das so anstrengend. Also das auf Eben. jeden Fall. Aber natürlich gibt es auch Vorteile, ne? Also Fahrrad ist zum Eben. Beispiel auch im Sommer, aber im Winter, nee, also ganz ehrlich, möchte ich nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, da unterwegs noch nass werden, womöglich.
Ich habe Kollegen, die fahren von Düsseldorf nach Rath den jeden Tag. Auch im tiefsten Winter finde ich auch bewundernswert, aber Die haben eine super Immunabwehr. ja. Nee, das wäre für mich dann wieder nichts, ne? Das ist eine Überwindung, definitiv. Ich glaube auch viel Gewöhnungssache, ne? Aber also gerade mit dem Fahrrad im Winter Nee, Überwindung. also da kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen. Ich mache alles. Ich fahre Fahrrad, ich kaufe ein, abfallarm ein. Ja, aber ja, Verstehe ich. dann mache ich, aber es gibt auch Sachen, nee, die, ja, wie gesagt, man kann nicht perfekt sein. Der eine macht halt das. Also ich bin jetzt tatsächlich auch lange nicht geflogen. Ich will auch nicht mehr so oft fliegen. Das ab jetzt, früher wusste man das ja auch alles gar nicht so. Natürlich bin ich auch Auto gefahren, Benziner gefahren, in Urlaub geflogen, auch ziemlich weit manchmal. Jetzt bin ich aber tatsächlich länger nicht geflogen. Aber jetzt auch hier diese Herbstferien, wo jetzt so schlechtes Wetter war, da habe ich schon mal so öfter an Mallorca gedacht. Also nie mehr fliegen werde ich wahrscheinlich auch. Aber man kann ja das, wenn man das ein bisschen bewusster sieht, reicht es ja auch schon, ne? Dass man es Ja. eben nicht einmal im Jahr macht, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Ja, meine Liebe, ich glaube, wir sollten mal zum Ende kommen. Wir sind schon eine Stunde da und ich glaube, nach einer Stunde schmeißt uns Instagram raus, Ah ja. Ja. wenn sich das nicht Musste geändert ich. hat. Ja. Ha? Du musst dich ja auch auf deinen Urlaub jetzt vorbereiten, ne? Ich gehört. Tatsächlich, War ich das nicht habe so? morgen Riesenjob noch, den muss ich jetzt das Equipment noch vorbereiten und habe noch bis nächste Woche enorm viel auf dem Tisch liegen. Org. Ich hoffe, dass ich noch einiges vor dem Urlaub Wann wegbekomme. fängst du jetzt den Urlaub? Ich fahre Mittwoch zu meiner Ma nach Süddeutschland. Dort machen wir Station einen Tag quasi, dass wir nicht die komplette Strecke fahren müssen und fahren dann über Ulm, Augsburg nach München und sind da ein paar Tage. Ulm treffe ich dann die liebe Caro von Mary Green in Augsburg. Ja, also ich habe eigentlich viele Dates, sagen wir so, und Hüttenurlaub alleine wandern. Wird auch kalt, aber ich glaube, es wird geil. Genau. Abwarten. Es wird bestimmt cool. Ja. Kalt, aber cool. Genau, deswegen, ja. Und mein Launch von den Wutzis muss ich auch noch begleiten, ne, auf Kickstarter. Vielleicht noch hier ein kleines Shoutout. Die Wutzis sind jetzt auf Kickstarter. Das sind nachhaltig produzierte Bilderleisten von mir und Schatzis Papa. Was Und heißt wir ja? Nachhaltig sind die, warum sind die nachhaltig, das Material oder? Haben uns beim Material nicht für Neuholz entschieden, auch nicht für zertifiziertes Holz, sondern für Restholz zur Wiederverwendung, weil sonst wird das halt weggeworfen oder verfeuert. Das kaufen wir auf und lassen das naturbelassen, also es wird nicht behandelt und stellen das in der, also beziehungsweise Schatzis Papa macht das in seiner Hobbywerkstatt in der Nähe von Hamburg, regional in Deutschland. Toll. Ja, genau. Und da haben wir jetzt quasi die Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter gestartet. Und ich hoffe, das mögen ganz, ganz viele. Ich hoffe, ganz viele stellen sich ihre Erinnerungen auf. Man kann es super easy umdekorieren, weil eben die Halter, ne, mit zwei Griffen hast du andere Bilder drin. Musst dich nicht für dein eines Lieblingsbild entscheiden, wie bei einem großen Wandbild oder so, sondern das Kleine, wenn man die ein bisschen anders das schiebt, hat man dann schon quasi eine neue Deko, ein paar Kastanien dazu, dann hat man es schon saisonal dekoriert, im Frühling vielleicht ein paar Wiesenblumen und man braucht meiner Meinung nach gar keine neue Deko mehr kaufen. Meine Meinung. Ich kann dann jeder selber machen, aber Tolle Idee. ja, es Ja. ist super simpel, super easy zu dekorieren, also das kann wirklich jeder, weil es wirklich nur Leisten sind, die man schön hinstellt und sonst braucht man gar nichts und es ist nachhaltig und es ist, glaube ich, auch ja, ein schönes Geschenk. Ach ja, ist ja bald Weihnachten, genau. Ich kann mal gucken. Vielleicht kann ich. Düsseldorf ist eigentlich nicht so mein Gebiet, aber vielleicht kann ich doch zeitungsmäßig vielleicht sogar was machen. Muss ich mal fragen. Voll gerne. Ja, Also wir ist sind ja nicht so weit weg von quasi. Düsseldorf, ne? Nee, wir sind ja überregional quasi unterwegs. Ich frag mal. Ja, das werden wir. Ja, ich würde, oh Gott, das wäre ja. Ich kann versprechen noch nichts, aber Also, das wird das zu wird. machen, ne?
Aber ich schon sprachlos. Ich frage mal gleich. Mach mal, das ist ja schon geil. Naja, aller Ja. gut, ich werde das jetzt mal abspeichern. Ich versuche es zu speichern. Ich kann es nicht besprechen, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Im Nachgang schicke ich dir nochmal ein paar Infos, Schrägstrich. Ich versuche das auch irgendwie hochzuladen. Gib mir aber bitte bis nach meinem Urlaub Mitte November. Ja. Ich bin ja sowieso da nicht technisch nicht so bewandert. Hat doch alles super funktioniert. Ich weiß nicht, was du hast. Ja, weil zum Glück war mein Sohn auch gerade eben da. Falls Das er sich hättest du irgendwas jetzt mit der nicht Karriere. erwähnen brauchen. Ich habe das vorher schon mal mit dem ausprobiert. Ja. Wenn ich was zum ersten Mal mache, habe ich immer ein bisschen Angst, das klappt irgendwie alles. Das habe ich auch. Ja. Also mit Total. der Technik vor dem ersten Zoom-Call hatte ich auch gedacht, oh. Aber es klappt ja jetzt. Nur mit den Herausforderungen wächst man. Das ist meine Lebensphilosophie. Und das stört Das dich nicht ist ein. Mit dem richtig Philosophie. beschimpfen. Gute Philosophie. Glaube Ja. ich. Aller gut. So, ich Ja, schön, mache dass du jetzt dir Zeit bevor. genommen hast. Ich danke dir, bevor sie uns jetzt hier wirklich rausschmeißen. Ich glaube, wir haben noch irgendwie 2 Minuten, dann fliegen wir. War schön, mit dir zu reden. Ja. Vielen Dank, es war super informativ. Ich würde gerne, vielleicht kannst du mir nochmal zusammenschreiben, welche nachhaltigen Rituale du genannt hattest. Einfach Ja. stichpunktartig, dann nehme ich das mit auf. In das Video dann. Und wir sprechen. Ich wünsche allen anderen einen wunderschönen Abend. Ja. Dir vielen, vielen Dank, Heike. Und Ja, dir auch, ne? Schön, dass du es gemacht hast. ich Und muss natürlich dir schön, sagen, toll. schönen Urlaub auf Danke jeden schön. Fall. Und einen wunderschönen Abend. Ja, tschüss. Tschüss.